Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind natürlich im ATS. Wir haben ja alle unsere Aufträge bis jetzt schon erledigt. 12 von 12. Und dazu gab es ein paar Kleinigkeiten von oder für das Event, wenn man das abgeschlossen hat. Unter anderem hier diese Lackierung, ja, diesen Montana Beer oder Bär. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal den Peterbilt wieder geschnappt und habe ihn mit der neuen Lackierung fertig gemacht. Ich denke, ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber sieht eigentlich ganz, ganz nett aus, ne? Hat trotzdem so ein bisschen Oldschool-Charakter. Und ja, ich denke, das ist okay. Dann würde ich doch einfach sagen, wir nutzen jetzt noch das Montana DLC ein bisschen aus. Weil wir haben auf jeden Fall noch zwei Städte, die wir abklappern müssen. Ja, dann würde ich sagen, rein in den Truck und ab zum Auftrag. So, Moment, mal eben das Navi reindrücken und dann sehe ich besser, wo wir hin müssen. So. Alles klar, dann können wir natürlich das hier auch noch wieder freischalten. Wenn wir schon Track IR haben, dann nutzen wir das auch. Ah, flott unterwegs. Ist auch nicht so schlimm. Aber wir sind hier noch in der Einfahrt zum Auftrag. So, von mir aus könnte es dann auch langsam weitergehen hier. Ah, sehr schön. So, wir müssen nächste wieder rechts runter. Rechts bleiben, weil wir wieder runter müssen hier, genau. Noch rot, ne? Ja, ja, wir können jetzt so fahren. In den USA dürfen wir rechts abbiegen, auch ohne grünen Pfeil. Ich glaube, das ist nicht in jedem Bundesstaat so. Ach, hier haben wir schon mal eine Lieferung abgegeben. Kann ich mich dunkel dran erinnern. So, und dann müssen wir mal schauen, wo unser Auftrag ist. Da hinten noch rum. Scheinbar. Ah, der wird in der Halle stehen, ne? Kann das sein? Jo. Auch nicht schlecht. Okay. So, dann
Also der Auftrag war wirklich Zufall, dass ich den jetzt so gekriegt habe. So. Zeit zu gehen. Klatschen wir den dran. So, wir fahren schön Tiefbett. Und auch in Rot-Gelb. Das passt schön zur Zugmaschine. Oh, kurz die. Ja. Dann mal raus damit, mit dem guten Geschoss, ha? Oh ja, wir können links raus. So. Ja, das sieht doch geil aus, oder? Ich mache einen ganz kurzen Break. Gleich wieder da. So. Ja. Hast du tatsächlich an der Tür geklingelt? Mitten in der Aufnahme. Unglaublich. Okay. Wir haben eine Walze drauf. Also von der Tourlänge her wäre das jetzt kein Auftrag für das Event. Ja, nur mal um das eben festzuhalten. Weil wir müssen für das Event Aufträge mit 161 Kilometer Mindestlänge fahren. Und hier haben wir tatsächlich aber nur 127. Also das hätte nichts genützt, ja. Okay. So, dann. Da ist sowieso alles frei. Mal im Außenspiegel gucken, wie dreht ihr denn mit? Oder der überhaupt mit? Nee. Ihr seht, ne, vom Auflieger hinten die Achsen sind starr, nicht mitlenkend. Also das habt ihr in den USA sehr viel. Gut, ist kein Drama. Aber dann wissen wir das. Kurve nicht so eng nehmen, sondern wir müssen mehr ausholen. Links war frei. Oh ja, er hält an. Wahrscheinlich auch besser so für ihn. So, dann bleiben wir hier ein bisschen links, weil wir müssen da hinten und dann links abbiegen auf den Highway. Ja. Das sieht schon nice aus so, ne? Oh, geht weiter. Jetzt aber Gas, bevor die Ampel wieder umspringt. Glück gehabt. Oh. Das ist, wenn man die Augen überall hat. Und mit Track IR ist es immer gefährlich, ja?
eben schweres Gerät hinten drauf. Das wiegt ein bisschen. Ein bisschen links rüber. Jo. Hat geklappt. So, dann fahren wir mal unsere Tour. Sollte ja eigentlich nicht so. Also sollte ja eigentlich keine Probleme geben. Denn die Tour ist ja relativ kurz. So sieht das Ganze dann von außen aus. Aber landschaftlich natürlich wieder toll, ne? Hier rechts auch nochmal eine Brücke. Unter uns, oh, herrlich, ne? Oh, wir müssen hier schon runter. Müssen ein bisschen ausholen. Gut. Kommt er mit? Ah, das war aber eng, ne? Mit dem Bordstein. Oh, das war ein Stoppschild. Wir haben Stoppschild überfahren. Also missachtet. Überfahren haben wir es noch nicht. Die ist ungünstig da, Kollege. Oh, hier kommt der Zug über die Brücke. Ah, er antwortet, auch wenn es spät ist, ja. Alles frei, sehr gut. Toller Fluss, ne? Ich mag sowas ja auch leiden. Genau, nach Thompson Falls müssen wir nämlich. Genau, das ist
jetzt die 14. Stadt in Montana. Oh, hier rechts schlängelt sich das irgendwo hoch. Wahrscheinlich. Ihr seht das auf dem Navi, ne? Hier rechts geht es jetzt hoch. Und dann schlängelt sich das so. Ja, mal gucken, ob wir da so einen Auftrag wegkriegen, wa? Das wäre ja auch nochmal interessant. Ja, und nächste Möglichkeit, dann rechts abbiegen, ne? So, jetzt hier rechts rum. Gucken, dass nichts kommt. Gut, hat gut geklappt. So, dann wollen wir uns mal ankündigen hier. Gut. Oh, das ist ja auch heiß hier, ne? Eine neue Baustelle. Hier mit dem Bahnübergang. Wie, jetzt kommt ein Zug, dann habe ich ein Problem, ne? Okay. Einparken. Oh, das ist eigentlich unwichtig. Ja, Leute. Dann haben wir den Auftrag hier schon wieder erledigt. Das ging ja flott. Aber war ja auch nicht lang, ne? Von daher denke ich, alles okay. Ja, sehe ich auch so. Okay, dann nächster Auftrag. Gucke ich schnell mit euch rein. Ah, hier oben ist so ein Sägewerk. Ja, da bin ich gespannt. Mal gucken, ob ich da einen Auftrag wegkriege. Weil das hier ist jetzt die letzte Station in Montana für uns eigentlich, dass wir dann hier hochfahren oder hier oben rum. Das ist ja eigentlich grob wie gesprungen. Gut, dann haben wir natürlich noch einige Strecken frei, aber jetzt auch noch so viel dazu gekommen. Bin der Meinung, dass ich das schon mal alles abgefahren hatte hier in hier oben in Kanada. Das ist ja ProMuds, ne? Hier oben. Ansonsten der Rest der Map sind ja alles DLCs. Aber da ist auch noch einiges zu tun. So. Abfahrttechnisch. Hier zum Beispiel sind bestimmt so Aussichtspunkte, die man anfahren kann. Und da werden wir, glaube ich, drauf zukommen, ne? Also wenn wir nicht gerade jetzt hier lang fahren, dann sehen wir das mal zu, dass wir das im nächsten Auftrag hinkriegen. Ja, dann sage ich schönen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für euren ganzen Support wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder. Ah, jetzt kommt der Zug. Mann, gut, dass wir schon durch waren. Jo. Jetzt gehen die Schranken jetzt gleich runter hier. Zack. Und wir haben Gott sei Dank mit dem Auflieger nicht mehr drauf gestanden. Da ist er. Oh, diesmal ein etwas längerer.
Ja, sehr schön. Gut, aber das soll es auch jetzt echt gewesen sein. Bis zum nächsten Auftrag. Vielen Dank. Leute, haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Don. Ciao. Ciao.